Stellen Sie sich vor, Sie machen sich auf den Weg ins Büro und sobald Sie die Türschwelle Ihrer Firma passiert haben, betreten Sie eine kleine, aber feine Stadt, die so lebendig, vielfältig und facettenreich ist, wie all die Ideen, die ihr entspringen. Bene spielt nicht am Puls der Zeit mit. Bene gibt den Puls der Zeit vor. Und so wie Büroräume zu Lebensräumen werden, die Orte für die Kommunikation, die Konzentration und die Erholung schaffen, schreit auch die Bildungslandschaft nach Veränderung. Nach einem Ort, der die Interaktion fördert und die geistige Spannung abbaut. Denn die Software braucht eine Hardware. Zwei Pioniere, die mit der Hardware-Architektur Wege zu neuen Bildungslandschaften pflastern, beehrten in den neu gestalteten Räumlichkeiten von Bene ein hochkarätig besetztes Publikum, darunter auch Schulexperte Bernd Schilcher, um ihre bereits erfolgreich umgesetzten Zukunftsvisionen zu präsentieren. Bauwerk des Jahres. Österreichischer Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit sowie ein Preis für bessere Lernwelten. Josef Fink hat mit dem Agrarbildungszentrum Salzkammergut in Altmünster mit einem Schlag die Maßstäbe für Bildungsräume des 21. Jahrhunderts gesetzt. Es ist eine Landwirtschaftsschule, die funktioniert wie ein großer Bauernhof. Das ist Wohnen, es ist Unterrichten, es ist Arbeiten, es ist Theorie, es ist Praxis, es ist alles unter einem Dach. Michael Zinner ist Architekt und Professor an der Kunstuni Linz und war somit prädestiniert für seinen Einsatz in der Jury des Awards für bessere Lernwelten. Hier ist es so gewesen, ein dialogisch ausgezeichnetes Verhältnis, ausgezeichnete Architektur und das pädagogische Konzept auch wegweisend im Agrarbereich, weil die hier wirklich eine ganz intensive Auseinandersetzung führen über wie Landwirtschaft von morgen ausschauen soll. Der Eingangsbereich war sehr freundlich und hell. Und was mir besonders in Erinnerung blieb, es war ruhig. Schon beim Betreten der Schule empfand ich eine Zufriedenheit, wie ich sie selten in unserer Schule erlebt habe. Gebt den Kindern eine wertige Umgebung und Einrichtung und sie werden damit wertig umgehen. Dieser Ansatz entpuppte sich auch bei Zinners Projekt Donauwitz als Erfolgsfaktor. Eine Ideenwerkstatt, der nicht nur Schulbauexperten und Architekten, sondern auch Schüler und Lehrer beiwohnten, führten zum gewünschten Erfolg. Mit den Architektur in Progress Impulsgesprächen bietet Bene die perfekte Networking- und Präsentationsplattform für junge Architekten und deren Zukunftsvisionen, in die sich das Einrichtungshaus mit seinem Know-how effektiv einfügt. Mit der neuen Designlinie Parks werden Räumlichkeiten zum Leben erweckt. Das, was wir sehr, sehr stark von Lehrern wie von Schülern hören, wir brauchen eine Konzentrationsmöglichkeit, wir wollen eine Ruhe in der Vorbereitung haben. Dafür sind diese Möbeln gedacht, weil sie einen totalen akustischen Abschirmungsgrad besitzen, den kein anderes Möbel im Schulbereich sonst hat. Bene, die neue Form des Arbeitens.